Hallo, Crashkurs LibreOffice Calc für Datenjournalismus. Nutzbare Datenquellen. Üblicherweise nutzt man in Calc nur Tabellen. Tatsächlich kann fast jedes strukturierte Textformat in Calc genutzt und weiterverarbeitet werden. Eine oft übersehene Datenquelle ist zum Beispiel die Kommandozeile. In der Kommandozeile kann man sich beispielsweise alle Dateien in einem Verzeichnis ausgeben und in eine Datei schreiben lassen. ls für die Ausgabe und ls größer als, dann Dateiname, zum Beispiel list.txt. Dieser Befehl erzeugt jeweils eine Textdatei mit einer Liste aller Dateien im aktuellen Verzeichnis, zum Beispiel ein Auszug aus der Liste aller Fotos, die mit einem Handy geschossen wurden. Diese kann dann in Calc geöffnet werden, sodass man unter Calc die Dateinamen weiterverarbeiten kann. Also Liste öffnen mit Calc. Okay. Die letzte Datei kann gelöscht werden. Diese Dateiliste könnte man beispielsweise mit Calc weiterverarbeiten, sodass man in einer zweiten Spalte neue Dateinamen konstruiert. In diesem Fall habe ich mit Calc-Funktion mal die Punkte in den Uhrzeiten durch Minuszeichen ersetzt. Die Formel dazu lautet ist gleich wechseln, Klammer auf, dann die Funktion links, Klammer auf, dann die Zelle A1, der Inhalt also, Semikolon 19, Klammer zu, Semikolon, in doppelten Anführungszeichen Punkt, Semikolon in doppelten Anführungszeichen Minus, Klammer zu, und Zeichen dann die Funktion rechts, Klammer auf, dann wieder A1. Semikolon 4, Klammer zu. Und das ist das Ergebnis. Die Funktion rechts nimmt die letzten vier Zeichen. Die Funktion links nimmt die ersten 19 Zeichen. Die Funktion wechseln ersetzt alle Vorkommen von Punkt mit Minus. Der Operator und setzt den neuen Dateinamen mit der Dateiendung zusammen. Ausgabemöglichkeit Konsole. Nun haben wir eine Tabelle mit zwei Spalten. Alte Dateinamen und neue Dateinamen. Aus dieser Tabelle kann man wieder Kommandozeilenbefehle erzeugen. Zum Beispiel die Umbenennung von Dateien macht man in der Kommandozeile mit MV, alter Name, neuer Name. Oder unter Windows dann mit REN, alter Name, neuer Name. Die Funktion, um daraus Befehle zum Umbenennen der Dateien zu erzeugen, könnte zum Beispiel so aussehen. Neue Spalte ist gleich Anführungszeichen MV Leerzeichen dreimal doppelte Anführungszeichen, dann und für die Verbindung, dann der alte Name A1 hier, dann nochmal und dann nochmal dreimal doppelte Anführungszeichen, Leerzeichen, dreimal doppelte Anführungszeichen und Operator. Dann kommt der neue Name, B1 hier. Dann wieder und Operator, um das Ganze zu verbinden. Und dann viermal doppelte Anführungszeichen. Enter. Und so sieht der Befehl dann aus. Die Spalte mit den Befehlen sieht dann eben, wie schon gesagt,
so aus. Und jetzt kommt der Clou. Man kann die ganze Spalte kopieren und direkt in die Konsole einfügen. Einfach Copy und Paste. Damit werden alle Befehle ausgeführt und somit die Dateien umbenannt. Das Besondere daran, es funktioniert mit beliebig vielen Dateien. Also alles auswählen, dann kopieren, in die Konsole, einfach einfügen und fertig. Das sind dann die neuen Namen. Diesmal mit Minuszeichen. Es müssen 10.000 Dateien umbenannt und zum Beispiel Punkte durch Minuszeichen ersetzt werden. Mit Kalk und der Kommandozeile machen Sie das in 5 Minuten. Ciao und viel Glück!